Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr mit am Start seid. Todd gegen Artis. Dieses Spiel möchte ich heute präsentieren. Ein Matchup, das ich wirklich liebend gerne kommentiere. TVP, natürlich nicht zuletzt, weil ich auch Terraner bin, aber auch, weil Todd auf der anderen Seite steht. Fabelhafter Protospieler, von dem man aus meiner Sicht viel zu wenig hört. Richtig guter Spieler, leider in Korea unterwegs. Ja, und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie man sich beweisen kann. Also er ist jetzt endlich wieder in Frankreich, wird jetzt auch wieder aktiver. Hat aber davor natürlich nur die Möglichkeit gehabt, mehr oder weniger durch die GSL zu glänzen, der eben nun mal nicht gespielt hat. Kein einfaches Pflaster dort, einfach mal eben dort reinzukommen, wenn man keinen direkten Invite hat oder sich halt durchgekämpft hat durch die Code A-Qualifier zum Beispiel. Aber in dem Fall muss man einfach mal sagen, Todd, großartiger Protospieler. Und wie gut er wirklich ist, davon würde ich mich gerne selber überzeugen. Habe ihn selber auch nicht mehr allzu lange spielen sehen, deswegen hoffe ich, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Und ja, auf der anderen Seite haben wir Artist, guter Terraner. Bin gespannt, wie er sich hier schlagen wird gegen Todd. Ich würde grundsätzlich sagen, dass Todd da auf jeden Fall gute Chancen hat. Aber zuletzt, ja, erstmal Shakuras Plateau. Ist schon mal so eine Map, die eigentlich Terra favored ist. Sie hat gute Positionings, man kann gut droppen, ja, das ist auch nicht ganz so wichtig. Also es ist eine Map, die eigentlich Spaß machen kann. Und noch viel mehr Spaß macht sie natürlich einem Sascha Loop, nämlich Goody in dem Fall. Der Mann, der dann einfach mal eben so eine Menge Tanks auspackt. Und man nennt sie da nicht umsonst Goody Plateau, man hat hier überall Flächen, wo man Tanks hinsiechen kann, wo man nicht rankommt. Guckt euch das mal an, theoretisch, ja? Wie man hier Tanks hinstellen kann und den Gegner zur Verzweiflung bringen kann. Was muss man da ausrasten, wenn das so weit kommt? Aber gut, schauen wir uns das Spiel an, checken wir aus, was jetzt hier geht. 15-17 zu play, keine Überraschung hier soweit. Sieht nach einer One-Rex CC aus. Die darf Todd auch scouten. Ist immer so fraglich. Also ich höre immer wieder von den Protospielern in Deutschland, ja nee, bau doch lieber erstmal ein zweites Depot. Wall da, der Gegner weiß nicht, was kommt. Bau deine CC bestimmt mal oben und dann ist gut. Dann muss nämlich der Protoss vorsichtiger spielen, kann nicht maximal greedy sein. Und ja, hat immer so dieses, ah, warte mal, ich muss jetzt eigentlich noch eine Unit bauen. Ich kann nicht einfach irgendwie den Nexus sofort setzen. So, jetzt sehen wir hier, die Probe will noch ein bisschen delayed. Schafft es aber nicht, weil der Marine da ist. Auf der anderen Seite sehen wir gerade den Core im Bau. Und auch gar keine Überraschung bisher. Da wird jetzt noch ein Pylon gesetzt. Hat hier außen schon eins gesetzt. Der SCV scoutet jetzt mal kurz. Wird aber in dem Fall nichts finden. Der Gegner ist oben links. So, Follow-up vom Terraner ist hier wichtig. Ja, ich bin gespannt. Gibt es direkt Doppelgas, Schnellattack? Gibt es erstmal zwei weitere Barracks? Gibt es nur eine weitere Barracks? Da gibt es so einige kleine, feine Sachen, die man so machen kann. Und alles ändert halt so ein bisschen was am Timing. Natürlich. Man kann einen Two-Medivac-Drop, ja, Attack oder Drop halt machen. Man kann sehr defensiv spielen, sehr auf Makro basiert, auf 3 CCs. Auch natürlich nicht so schlecht. Aber natürlich auch der Gegner. Auf den muss man immer aufpassen, muss sich anpassen. Man muss wissen, was er macht. Denn wie wir sehen, ja, Chrono Boost, hier gibt es den ersten Stalker sogar und dann den Nexus. Das heißt, die Echse natürlich vom Terraner schon mal ein ganzes Stück schneller fertig. Der Stalker wird nicht wirklich viel Schaden machen, der Zealot selber auch nicht. Hat einen Kill hier gerade mit am Start. Wie ihr seht, rennt er auch wieder weg, der Bunker ist durch, da ist also nicht viel zu machen. Da ist also nicht viel zu machen. Auch hier jetzt mit am Start. Und wir können jetzt eigentlich sehr gespannt auf das Follow-up sein. Das ist ja der nächste wichtige Punkt. Jetzt wird da nicht mehr viel passieren. Nicht in diesem Early Game. Wir sehen, Doppelgas ist jetzt abgeschlossen. Wir haben drei Barracks. Da wird sicherlich jetzt ein Tech-Lab geben. Ist so ein bisschen, wie man auch gegen Terraner One-Rex CC öffnet. Da kann man natürlich direkt Stim oder Comet Shield als erstes ins Spiel bringen. Da sehen wir es auch. Guten Haufen Marine. Vielleicht dann gleich noch ein Reaktor und Tech-Lab dran. Und dann ist gut. Da wird jetzt Mew gespammt. Was mir von Artis gut gefällt. Erstmal hier die 16 Arbeiter vollkriegen und dann rübersliden. Vorher wird hier nicht viel gemeint. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ich denke mal, ja, schick doch schon mal 3-4 rüber. Dann hast du dort auch ein bisschen mehr Mining. Und später ist es besser ausgeglichen, weil ich dann nicht mehr so drauf achte, was hier 16 sind. Wobei ich versuch's. Aber eigentlich hat er nicht recht, Unrecht, weil die Zeit, die der SCV rüberfährt, wenn hier noch nicht 16 sind, ist halt verschenktes Geld. 16 Arbeiter, wie gesagt, das beste... Also die beste Situation, die man haben kann, also die beste Kostennutzung, die man haben kann. Und wir sehen jetzt auch direkt das 1-0-Projekt. Wird das hier vielleicht ein Stim-Timing-Attack mit 1-0 im Gepäck? Ja, könnte werden, aber wir sehen auf der anderen Seite sind schon 3 Sentries mit am Start. Plus sehen wir ein Warp Prism hier, das gerade gebaut wird. Auf was dürfen wir uns denn da freuen? Grundsätzlich ist der Terraner ganz gut gerüstet, dadurch, dass er halt 3 Barracks gespielt hat und jetzt relativ viele Marines, also
wirklich viele Marines mit ins Spiel bringt. Wie sieht das mit den Depots aus? Ja, das wird auch fertig. Alles in Time, keine Supply Blocks, wie wir hier sehen. Die Marines werden alle gebaut, bis auf einen. Gar wirklich nur für ein paar Millisekündchen hier. So, müsste natürlich aber auch direkt weitere Depots setzen. Macht er auch direkt. Sieht also alles vielversprechend aus, was Artist hier gerade hinblättert. Auf der anderen Seite, Todd setzt jetzt gerade das dritte Gas. Sind drei Gates mit am Start. Das War Prism fliegt hier gerade rüber. Da ist ein Stalker und Zealot. Da haben wir vier Sentries mit dem Gepäck. Gucken, was er an Ego-Schaden macht. Guckt euch das mal an. Der Mann ist gerüstet. Zwei SCVs stehen auch schon zum Repair da. Also viel Schaden kann Todd da eigentlich nicht machen. Guck ihn mal an. Als ob er es genau wüsste, was da kommt. Weiß er es? Hat er es vorher gesehen? Ich bin gespannt. Da oben geht natürlich auch gar nichts. Ja, checken wir mal die Eco. 39, 36. Man wünscht sich als Protoss doch ein bisschen mehr Arbeiter zu haben. Oh, da sind die Sentries doch rangekommen. Force Reset gesetzt, weil sie dann abgefangen. Die Marines kommen auch nicht richtig ran. Jetzt muss er SCVs töten. Das sind nur vier in Anführungszeichen. Das ist natürlich besser als nichts. Mining Time wird aber auch geklaut. Also hat sich jetzt auf jeden Fall schon gelohnt, insofern er jetzt hier nicht allzu viel verliert. Oh, die eBay will er. Die eBay wird er ja wohl nicht. Keine Chance. Ich hätte nicht. Wobei. Gibt's da noch Force Field? Was machst du da? Dein War Prism! Oh, knappe Geschichte. 96 AP. Der glaube ich, fast noch mehr drin gewesen. Euch mal den Marauder an, wie geil ist er denn wieder da rumrutscht? Habt ihr das gesehen? Der ist nicht gelaufen, der ist gerutscht. Das war eine Frechheit. Der Marauder kann rutschen, nicht rennen. So. Was haben wir hier? Weiteres Medivac im Bau. Marauder werden auch gebaut. Weitere Marines werden gebaut. Und hier drüben, auf der anderen Seite. Jetzt schauen wir mal, ob das Ecotechnik 6 Arbeiter vorn. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ist okay. Hier werden nochmal. Ja, es wird nochmal zwei Gates dazu gesetzt. Twilight Council natürlich auch dafür da, um die besseren Upgrades mit ins Spiel zu bringen. Also 2-2. Man kann da 1-1-1 mit ins Spiel bringen. Danach braucht man die Twilight Council. Erster Immortal schon mit dem Gepäck. Und da geht schon wieder rund. Schon wieder massive Force Fields. Und der nervt seinen Gegner schon wieder. Ah, schönes Force Field hier an der Seite, dass die Bi-Units nicht durchkommen. Hopp, hopp. Und da, ah, den SCV. Oh, nimmt er immerhin noch mit. Den Marine hätte er aber auch noch mitkriegen können. Ich weiß nicht, ob er beides hätte kriegen können, aber zumindest hat er eine Unit von beiden gekriegt. Besser als gar nichts, wa? Hier steht noch ein Stalker und Zealot. Da muss er jetzt aufpassen. Da kommt jetzt so ein kleiner Bio-Push. Hier in der Base steht ein bisschen was. Damit ist er ja fast schon safe, insofern er gleich noch was reinwerfen kann. Die beiden Units sollten es eigentlich... Ja, sie sehen es sogar. Jetzt muss er dringend aufpassen. Was machst du mit diesen beiden Units? Lässt du sie einfach stehen? Gute Frage. Drei Sandys und Zealot noch im Bau. Zwei Force Field super früh gesetzt. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Da ist nur eine Mod. Ich dachte, er hätte noch einen zweiten gebaut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Double Medivac Drop. Ist natürlich gerade ziemlich viel, wenn nämlich vier, drei Sandys und Zealot noch nicht da sind. Er hier auch nicht größer mehr hat. Da kommen nochmal Zealots reingeworfen. Oh, die zwei Stalker müssen jetzt hier einiges richten. Gutes Microphone Artist. Haut ihm gut was auseinander. Kann Todd das überhaupt noch abwehren, frage ich mich gerade. Da kommen nochmal weitere Units nach. Der warpt jetzt hier gerade nochmal zwei Stalker mit dazu. Guckt euch mal an, da stimmen jetzt hier die Marines und die Marauder nochmal rein. Hier sind aber noch Sentries. Setz die Force Fields. Immer noch keine Force Fields. Todd ist beschäftigt mit dem Fight da oben. Lässt sich von den Medivacs zu sehr ablenken. Hätte hier fast... Oh, zwei Sentries und Zealots verloren. Der warpt jetzt nochmal drei rein. Nein, das Pfeil wurde rausgenommen. Marines gerade gefallen. Da kommt der... Oh. Da kommt der Immortal mit dazu. Probes als Support werden auch schon gesetzt. 8 bis 2 ist Eco immer noch okay. Der Immortal geht in diesem Moment down. Force Field werden nochmal gesetzt. Der Sentry hier sollte auch recht bald down gehen. Gleichzeitig wird die Eco in der Main wieder rest. Sehr, sehr schön, was er hier macht. Der Observer, ja, der steht da rum. Das bringt natürlich gar nichts. Nimmt hier Medivac raus. Eco komplett gedamaged. Von Artist. Sehr, sehr schönes Spiel jetzt. Von beiden Seiten. Am Anfang gutes Harassment von Todd. Feedback jetzt da. Ja, der Tank auf die High Templar. Beziehungsweise dann auf Arkans. Den wollte er durchkriegen. Vielleicht hätte er da ein bisschen langsamer sein müssen, mehr Gateway-Units und ein bisschen später attacken und dann hätte es klappen können. Zumindest gegen den Artist, der dann doch gesagt hat, okay, du hast mich jetzt die ganze Zeit genervt, ich habe die Schnauze voll, jetzt bin ich dran, Kollege. So kann's gehen. War Prism mit zwei Zealots läuft drüber, die dritte hier schon im Bau. Ist hier immer mehr, wirklich sind noch Teile raus. Die Eco mittlerweile von Artist auch besser. Mal ganz geschweige von der Army Supply hier. 48 gegen 37. Da ist Artis auch vorne. Und ja, da sehen wir es hier übrigens. Kaum Tech Unit. Es sind Sandy Stalker Zealots mit am Start. Das war's dann auch schon. Charge zwar mit im Gepäck. Das reicht einfach nicht aus. Frag die Upgrades 1-1 gegen 1-1. Oh. Der arme Todd. Das sah am Anfang alles ganz schön aus. Vielleicht hätte es sogar noch effizienter sein können, aber es war schon ganz gut. Wurde aber dann von diesem Go hier auf jeden Fall überrumpelt.
Liegt vielleicht ein bisschen an, dass er zu viel getaggt hat. Vielleicht langsamer auf die HD-Stack. Mehr Gateway-Units, um sicher zu sein gegen den Konter. Und dann hätte es klappen können. Der war eine Eco gut, leicht vorne. Oh, und jetzt haben wir jetzt viele Medivacs hier oben mit auch die ganze Zeit Rest, die Greens rasten hier komplett aus. Die sick DPS, die sie nun mal haben. GG von Todd, da ist nichts mehr zu holen. Somit setzt sich Artis hier durch. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt war der Moment, als Todd zu wenig Units hatte, weil er dann vielleicht doch zu schnell getaggt hat. Obwohl er ja so viel Harass hat und Units immer auf der Map hatte, muss man natürlich denken und wissen, okay, wenn ich so viel harasse, wogegen bin ich anfällig? Ja, wenn mein Gegner dann einen Konter setzt und ich gerade sozusagen bei meinem Harass gestoppt worden bin, was ja auch passiert ist, hat jetzt am Ende hier nochmal zwei Sets rübergeschickt, aber die wurden von SCVs getötet. Und auf der anderen Seite, was muss man als Terraner machen? Gut, ich werde harassed, ich weiß, dass ich relativ viele Units töte, zwar immer wieder Eco verliere, aber im Unit Supply ziemlich sicher vorne bin. Das heißt, logische Konsequenz, ich will angreifen und selber auch Schaden machen. Und das hat Artist wirklich perfekt umgesetzt. Besser geht's eigentlich gar nicht, denn die beiden Medivacs, die er reingedroppt hat, haben halt sofort Schaden gemacht. Er kam von unten noch reingelaufen, hat da auch direkt Schaden gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt war Todd wirklich nur noch am Rotieren. Er musste hin, her, unten, oben. Und da hat er halt einfach immer mehr verloren, als er töten konnte. Und so kann es dann gehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gehen natürlich weiter mit den nächsten Games. Hier gibt es auf jeden Fall noch weitere Spiele von Fnatic. Todd gegen EC Artist. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr die Videos finden wollt, geht einfach bitte gerne auf www.techtv.net. Natürlich findet ihr auch immer wieder regelmäßig Sachen auf YouTube. Eins dieser Games werde ich auf jeden Fall auch auf YouTube hochladen. Freue mich, euch natürlich auf YouTube zu begrüßen. Hoffe, euch geht's gut. Und wir können gerne wieder viel schreiben und chatten. Natürlich gibt es auch Videos zum Home Story Cup bald wieder. Beziehungsweise erstmal gibt es natürlich den Home Story Cup selber. Wir werden auch Videos wieder hochladen auf YouTube, die wir live beim Home Story Cup machen. Ich freue mich auf euch. Alle Informationen findet ihr auf techtv.net. Bis dahin.